in der Klinik am Südring. Dr. Bruno Berg entlässt gerade eine Patientin aus der Notaufnahme, als die 18-jährige Lina ein Baby in die Klinik bringt. Sie behauptet, das Kind gerade erst geboren zu haben. Die Berufsschülerin ist dafür allerdings auffallend fit. Ich würde sagen, dann gehen wir mal alle drei in den Kreissaal, okay? Nein, mir geht's gut. Ich hab nur Angst um das Kind. Angst um das Kind? Ja. Holt mal bitte einen Kinderarzt, dann gucken wir uns das hier unten an. Lassen Sie uns hier unten mal bleiben, kommen Sie. Heute kam eine junge Frau zu uns in die Notaufnahme, ganz aufgeregt, mit einem Säugling auf dem Arm, war ein frisch geborenes Säugling. Wir haben ihr angeboten, dass wir direkt in den Kreissaal gehen. Das hatte sie abgelehnt, hat sich absolut geweigert, wollte sich nicht untersuchen lassen, gar nichts. Das kam uns schon etwas seltsam vor und der Sache mussten wir auf den Grund gehen. Sagen Sie mal, wie alt ist denn das Kind? Die, das ist gerade frisch geboren. Ja, wie lange? Eine Stunde? Zwei? Ja, ungefähr eine Stunde. Ruf die mal eben schnell an. Und haben Sie das ganz alleine gemacht? Ja, das war zu Hause. Es ging so schnell, ich konnte gar keinen anrufen. Hängen Sie mir mal Ihren Mutterpass. Den habe ich zu Hause vergessen. Den haben Sie vergessen? Okay. Gibt es da unten vielleicht irgendeine Verletzung oder irgendwas? Nee, das ist alles gut. Das ist alles gut. Ich würde mir das aber echt gerne mal angucken. Nee, es geht nur um das Kind. Das Kind. Aber das ist wirklich gefährlich. Wir müssen mal gucken. Wissen Sie, Ihre Gebärmutter, Sie könnten bluten. Ja, aber ist nichts. Ist alles gut. Ist auf dem Weg. Ja. Sind Sie ganz sicher, dass das stimmt, was Sie mir da gerade erzählen? Ja. Wollen Sie sich wenigstens einmal kurz hinlegen, dass ich mal nach der Gebärmutter tasten kann? Wir müssen sicher sein, dass die sich zurückbildet. Sonst bluten Sie und dann kann das echt gefährlich sein für Sie. Nee, mir geht's wirklich gut, nur dem Kind fehlt irgendwas. Dem Kind fehlt irgendwas? Ja, fehlt dem Kind denn irgendwas? Das wusste die ganze Zeit so schnell. Lassen Sie es jetzt da jetzt gucken. Kann ich denn eben den Blutdruck bei Ihnen messen? Nee. Bei mir ist alles gut. Ich hatte von Anfang an die Vermutung, dass sie nicht die Mutter sein konnte. Sie sah mir zu fit aus. Ihr Bauch war flach. Ich habe sie ja mehrfach gefragt, wann das Kind geboren wurde, wie alt das Kind ist. Und sie sagte immer wieder eine Stunde. Und für eine Stunde gar nichts mehr zu sehen von einem Schwangerschaftsbauch, das war schon sehr, sehr merkwürdig. Okay, das ist wirklich nicht schlimm und tut auch nicht weh. Und dann, ganz ruhig, ich guck mal ganz kurz das T-Shirt. Nee. Aber ich muss doch einmal wenigstens Ihren Bauch anfassen nee, können. Ist alles gut. Gucken Sie mal, da war doch ein Kind drin. Ja, aber ist alles gut. Also warum zittern Sie denn so? Ist doch alles gut jetzt. Ja, dann kann ich wieder nach Hause gehen. Genau, aber damit wir sie nach Hause lassen können, müsste ich doch wenigstens mal gucken, ob die Gebärmutter sich zurückgebildet hat. Ja, ist alles gut da unten. Ich habe erst mal versucht, ihr den Bauch abzutasten, einfach um zu sehen, wie groß ist diese Gebärmutter. Ist sie gut zusammengezogen? Was bedeutet hätte, es besteht keine Blutungsgefahr. Und hätte sie mich tasten lassen, dann hätte ich gemerkt, dass auf gar keinen Fall vor einer Stunde noch ein Kind in dieser Gebärmutter war. Ich will auch gar nicht stören und unterbrechen, aber ich würde das Kind jetzt wirklich gerne mit auf die Station nehmen. Finde ich super. Ne? Einfach so nochmal zur Überwachung. Ich glaube, Sie müssen einmal hierbleiben, machen Sie sich keine Sorgen. Wir kümmern uns ums Kind, Sie können später auch dazukommen. Erstmal ist wichtig, dass Sie jetzt vernünftig untersucht werden, versorgt werden. Wir versorgen das Kind so lange. Ja, glücklicherweise war das Kind, als es hier ankam, in einem relativ guten Zustand. Man hat noch gesehen, so ein bisschen Blut, ein bisschen Käseschmiere, das ist ja völlig normal nach der Geburt. Ansonsten hat aber alles funktioniert. Also das Kind hat geatmet, das Kind hatte einen Herzschlag und so weiter. Also da gab es Gott sei Dank keine größeren Probleme. Also ein bisschen aufgeregt sind Sie schon, ne? Ich finde sie ja echt frisch. Oh, mal ganz kurz eure Hilfe. Draußen ist eine Dame, die blutet. Wie bleiben hier? Nein, bleiben Sie hier. Ach du Schande. Lina ahnt, wer die blutende Frau vor der Klinik ist. Höchste Zeit, die Wahrheit zu sagen. Schande, wer ist das denn? Ihre Freundin, warum ist sie denn voller Blut? Hallo, das Kind ist von ihr. Ach, das Kind ist von ihr, jetzt haben wir es doch. Reagiert nicht. Ich sah ins Auto, da in dem Moment war es mir klar. Die Beine der Frau waren voll mit Blut, der Bauch war ganz klar wie der Bauch einer Frau, die entweder geboren hat oder noch gebären muss. Damit war für mich eigentlich klar, das muss die Mutter sein. Da Linas Freundin Kim bewusstlos ist, bricht der Sanitäter gewaltsam ihr Auto auf. Und das in letzter Minute. Denn wie sich nun herausstellt, schwebt die frisch gebackene Teenie-Mutter in Lebensgefahr. Sie hatte ihr Baby zu Hause und ohne ärztliche Betreuung zur Welt gebracht. Der Mutter, ach, ist keine Regung. Wahrscheinlich ist die Plazenta noch drin. Können Sie mich hören? Alles klar. Okay, die hat die Plazenta noch drin. Schmerzreiz. Ich komme rum.
Ja, pass auf, fang du da an. Ich halte die Trage. Wahnsinnig schnell verliert eine Frau nach einer Entbindung Blut. Sehr viel Blut in sehr kurzer Zeit. 10, 15 Minuten später hätte es schon sein können, dass wir ihr nicht mehr helfen können. Und ab einem gewissen Punkt, wenn der menschliche Körper zu viel Blut verloren hat, dann rutscht er in, wir nennen es, in einen Verbrauch rein und dann nützt auch keine Blutkonserve mehr. Also das Blut geht rein und der Körper löst das Blut auf. Und das ist so ein Point of No Return, der sehr, sehr, sehr gefährlich ist. Also die blutet immer noch. Wir brauchen HB, wir brauchen wahrscheinlich Konserven. Ja, ich denke, wir müssen in den OP die Plazenta rausholen. Legt ihr mal mindestens 2 großlumige. Okay, und einer muss Blut besorgen. Kennen Sie Ihre Blutgruppe? Können wir das vorne Bescheid sagen, dass jemand Blut. Wir brauchen Kreuzblut. Ja. Einmal den Arm ganz locker lassen, bitte, ja? Okay, ich halte mal den Uterus. Vielleicht kann ich die Blutung ein bisschen stoppen. Gegriffen habe ich nach der Gebärmutter. Man nennt das den Credéischen Handgriff. Benannt nach einem Herrn Franz Credé. Der hat das 1856 in Leipzig schon entwickelt, diesen Griff. Und seitdem ist der eigentlich unverändert. Der ist dazu da, um die Gebärmutter zu halten und dafür zu sorgen, dass er sowohl sich die Nachgeburt löst, und im Falle einer starken Blutung eben diese möglichst klein zu halten. Die Plazenta, ihr Mutterkuchen, der hängt da noch drin, okay? Ich halte ihre Gebärmutter, das tut jetzt weh, damit sie nicht weiter blutet. Kreuzblut habe ich, BGR habe ich auch, dann können wir gleich direkt noch eine BGR machen. Super, Anästhesisten wissen Bescheid. Also wir brauchen auf jeden Fall einen Anästhesisten schnell und dann fahren wir jetzt in OP und dann holen wir den Mutterkuchen da wieder raus, okay? Okay, alles klar. Los geht's, keine Zeit verlieren. Lass die Kabel hier. Also ich kann euch nicht helfen, ich muss hier halten. Warte, ich mache aber trotzdem hoch. Okay. Gerade in so hektischen Situationen, wie es jetzt hier war, dass sich der Uterus nicht gelöst hat, da musste man natürlich sofort handeln. Trotz alledem sollte man schon versuchen, die Ruhe zu bewahren, die Patientin nicht noch mehr in Unsicherheit bringen. Ja, da müssen klare Schritte natürlich vorangehen. Kommen Sie erstmal mit rein. Kommen Sie erstmal mit. Setzen Sie sich mal hin. Setzen Sie sich ruhig mal auf den Stuhl. Alles okay? Ja. Was, können Sie mir erklären, was jetzt alles war? Ja, das ist halt ihr Baby. Von ihrer Freundin? Ja. Und die wollte halt nicht, dass es rauskommt. Sie wollte das Baby in die Bibelklappe bringen. Okay. Und dann habe ich halt zu ihr gesagt, aus welchem Grund? Sie ist in der Ausbildung und schafft das alles nicht. Wir wohnen ja zusammen. Und ich habe zu ihr gesagt... Und der Vater? Weiß der was davon? Was ist mit dem? Nee, der weiß da nichts von. Das der wusste gar nicht, dass sie schwanger war? Nee, nach der Trennung hat sie das erst gemerkt. Ja. Das ist nämlich ein Referendar von der Schule. Ach, von der Schule? Mhm. Okay, wie alt ist Ihre Freundin? 18. Okay, Und jetzt wollten Sie das Baby zur Babyklappe bringen? Nee, sie wollte das selber machen. Ich habe sie dazu überredet, dass wir nach Hirn fahren. Ja. Weil das Baby auch so stark gehustet hat, aber ich wusste ja nicht, dass sie so viel Blut verliert. Okay, und dann haben Sie sich jetzt als Mutter ausgegeben? Sie machen ja Sachen. Warum haben Sie sich denn nicht irgendwo Hilfe geholt? Er war zu spät. Sie wollte auch nicht. Sie waren nicht zu überreden, Ihre Freundin? Nee. Okay. Es gibt viele Leute, die eine Hausgeburt vorziehen, aber die beiden Mädels waren jetzt noch relativ jung und unvorbereitet. Also es gibt genug Dinge, wie man sich Hilfe holen kann. Es gibt auch anonyme Wege, ein Kind zur Welt zu bringen. Genauso gut gibt es genug Hebammen und Ärzte, die wirklich dafür da sind. Die 18-jährige Kim hatte Glück im Unglück. Im OP kann ihr die Plazenta erfolgreich entfernt werden. Bei der Visite erklärt Dr. Berg, warum sich die Berufsschülerin mit ihrer heimlichen Hausgeburt in Lebensgefahr gebracht hat. Mein Kollege hat ja eben operiert und das war nicht ohne. Also sie hätten wirklich auch dabei draufgehen können. Ich sag's mal ganz salopp, das war wirklich dumm von mir. Das war sehr dumm von Ihnen. Der Mutterkuchen hatte sich nicht gelöst, ja. Und deswegen haben sie angefangen zu bluten und sie haben ganz viel geblutet. Und so viel, dass ihnen hinterher der Kreislauf weggegangen ist. So haben wir sie eben im Auto gefunden. Und das Ganze vielleicht noch eine Viertelstunde länger. Und wir hätten vielleicht nichts mehr für sie tun können. Wenn Schwangere, gerade jüngere Mütter oder junge schwangere Frauen, keine Ahnung, wo sie hin müssen oder wissen, und die sind ja total unerfahren, die haben meistens oft Angst, zu ihren eigenen Eltern zu gehen. Da gibt es Kontaktstellen, man kann sich im Internet informieren, wo man sie anrufen kann, und es gibt genügend Hilfe für solche Frauen. Tachchen. Hi. Wie konntest du mir das antun? Hier sind der Papa. Ja. Nehme ich mal an. Na gut, gratuliere, auch wenn Sie es wahrscheinlich jetzt erst erfahren haben. Ich bin der diensthabende Gynäkologe. Hallo. Komische Aktion ist hier gelaufen, aber wir versuchen gerade herauszufinden, was da passiert ist. Du könntest mir das auch von nichts sagen. Ja, was hätte ich dir denn sagen sollen? Du verliest doch dann deinen Job.
Ich habe einen großen Fehler gemacht. Ich hätte nichts mit einer Schülerin anfangen dürfen. Ah, okay. Und Sie sind die Schülerin von ihm? Er ist nicht mal Lehrer, er war bei mir Referendar an der Schule. Okay. Ach, jetzt verstehe ich. Und dann hatten Sie Angst, dass er seinen Job verliert, wenn von der Schwangerschaft erfahren wird? Ja, ich will ihm nicht seine Karriere versauen. Sie haben gerade eben erst erfahren davon? Ja, auf dem Anrufbeantworter. Sie haben ihn angerufen? Ja. Finde ich aber gut. Gehen Sie mal ruhig ein bisschen näher, alles ist doch alles gut. Ja. Hätte ich das gewusst? Ganz ehrlich, das Kind ist in erster Stelle. Da ist der Job völlig egal. Egal, was kommt. Hauptsache das Kind. Schaffen wir das zusammen? Ja, auf jeden Fall. Schau doch mal, ich glaube, das Kind kommt doch da. Ist das Philipp? Was ist das denn? Das ist ein Junge. Ein Junge? Philipp. Philipp. Da kommt ihr, Philipp. Kommen Sie, gucken Sie doch mal. Hallo. Rode ist mein Name, ich bin die Kinderärztin. Herzlichen Glückwunsch erstmal. Ich habe gehört, Sie, Ihnen geht's besser jetzt. Jetzt wohin Sie auf jeden Fall, ja. Ja, also ihm geht's auf jeden Fall gut. Er ist ganz gesund und war schon ganz laut. Ich glaube, der möchte gerne zur Mama. Wollen Sie ihn einmal haben? Ja, bestimmt wohl. Nicht da. Also, Prognose, gut. Sie wird ein paar Tage da bleiben müssen, bis sie wieder zu Kräften gekommen ist. Wir werden ihren Bluteisenwert kontrollieren. Sie hat ja ein bisschen Blut bekommen. Und sie wird eingelernt von den Hebammen, von den Kinderkrankenschwestern, dass sie einfach auch mal sieht, was mache ich mit einem Neugeborenen und was nicht. Und wie es für mich aussah am Ende, war ja so, dass der Papa eigentlich ganz happy war. Und er machte den Eindruck, dass er eigentlich zu seiner kleinen Familie stehen möchte. Ich hoffe, er tut's. Okay, ich glaube, wir lassen Sie drei vielleicht jetzt mal ein bisschen alleine. Ne? Ich glaube, für Sie ist das jetzt auch eine ganz schöne Überraschung, wa? Man wird ja nicht so schnell Vater innerhalb von einer Stunde. Okay. Es ist nochmal gut gegangen. Ich glaube, die drei brauchen Zeit jetzt füreinander und haben einiges zu besprechen. Und auf jeden Fall. Ich schaue später nochmal nach Ihnen, okay? Alles klar, bis später. Fazit für mich ist auf jeden Fall, Kinder kriegen, ja, aber nur unter Bewachung einer Hebamme, eines Arztes, im Idealfall von beiden, aber auf gar keinen Fall alleine oder mit einer Freundin. Kim hat sich entschieden, ihr Baby zu behalten. Fabian hat seinen Vorgesetzten die Situation offen erklärt und sich freiwillig an eine andere Berufsschule versetzen lassen. Kim und Fabian sind mittlerweile wieder ein Paar und kümmern sich liebevoll um den kleinen Philipp.